Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir debattieren heute das Thema die zukünftige Verteidigung auf unserem Kontinent. Und die große Mehrheit in der Mitte ist sich zumindest darin einig, dass wir einen europäischen Ansatz suchen. Die linke Seite ist der Meinung, wir sind nur dann für Europa, wenn es ein extrem linkes Europa ist. Ansonsten sind wir dagegen. Und die AfD ist sowieso der Meinung, die globalen Probleme sollten am besten national gelöst werden, weil gegen China, Russland und Amerika kann man am besten selber angehen als in der Kooperation. Aber meine Damen und Herren, es wurde ja schon beschrieben, die Welt im Umbruch. Wir schauen weit weg in den Nahen Osten, in die schon näher in die Ukraine. Aber wir müssen auch nach Europa selber schauen. Und wir erleben gerade die Diskussion um den Atomwaffenvertrag und dass der möglicherweise ausgesetzt ist jetzt und wie es weitergeht. Das ist ein Vertrag zulasten Europas. Und ist die Frage, dass wir nur auf die Amerikaner und nur auf Russland einwirken wollen? Oder haben wir es dann, wenn die Welt sich so verändert, ist möglich, sind wir in der Lage, es selber zu lösen? Und Frau Brugger, in Ihrem Ansatz und Ihren einführenden Worten, für die ich sehr viel Sympathie habe, indem Sie das Friedensmodell Europas und die Einigung, die friedliche Einigung Europas beschrieben haben, das ist ja auch eine große Errungenschaft Europas, wird etwas komplett ausgeblendet. Das ist sicherlich auf die Geschichte der Grünen zurückzuführen, aber bevor die Wiedervereinigung Deutschlands kam, bevor die Wiedervereinigung Europas kam, war dieses ein Platz der Hochrüstung. Und es standen sich zwei Blöcke gegenüber. Und letztendlich hat es die Politik geschafft, aus dieser Konstellation heraus die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands und die friedliche Wiedervereinigung Europas ohne einen Schuss hinzubekommen. Also bitte blenden Sie dieses Thema für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik nicht aus. Es reicht nicht nur aus, hier Konsens zu haben, sondern man muss die verschiedenen Mittel haben. Das ist die Diplomatie, das ist die Entwicklungshilfe, aber meine Damen und Herren, das ist auch eine gemeinsame Rüstungspolitik in Europa. Jetzt wird hier regelmäßig natürlich der europäische Flugzeugträger genannt. Meine Damen und Herren, man muss die Realitäten sehen. Ich warte noch auf den Antrag von Ihnen, Herr Trittin, dass Sie sagen, wir müssen für eine gemeinsame Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik in Europa den französischen Flugzeugträger abrüsten und geben dafür deutsche Steuergelder. Dann sind Sie dabei bereit, diesen Weg zu gehen. Und das ist der falsche Weg, Herr Trittin. Wir müssen schlicht und ergreifend hier Stück für Stück hart an der Sache arbeiten. Wir müssen auch die Probleme, die Gegensätze auflösen. Wir haben eine Parlamentsarmee, die wir eben nicht aufgeben wollen. Und die Franzosen haben ein anderes Prinzip der Armee. Aber letztendlich ist dieses der gemeinsame Weg. Also es gilt hier, die Voraussetzungen zu schaffen und eben nicht nur zu postulieren, dass man eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik will. Und wenn man das konkrete Handeln dann von Ihnen allen anschaut, die hier diese Anträge gestellt haben, dann kommt man schnell zu dem Schluss, sie wollen es nicht. Das ist das Thema beim Rüstungsverhalten, beim Rüstungskooperationen, das ist das Thema bei den entsprechenden Maßnahmen auf europäischer Ebene. Und lassen Sie mich abschließend noch zur FDP was sagen. Der Appell an die Bundesregierung zu richten ist schön. Ich gebe Ihnen diesen zurück. Sie sind ja demnächst in einer Koalition mit Macron. Wenn Sie eine gemeinsame Politik im Außenbereich haben wollen, heute Abend debattieren wir ja noch das Thema zum Nahen Osten, dann sorgen Sie dafür bitte, dass Herr Macron von französischer Seite diesen gemeinsamen Weg geht. In Libyen war er dazu bisher nicht bereit. Er hat sich erst in letzter Zeit dazu gewandelt. Also es wird ein hartes Stück Arbeit, Herr Graf Lambsdorff. Und ich hoffe, dass die Koalition mit Macron in diesem Bereich fruchtbar sein wird und dass Sie in dem Bereich Macron nicht hinterherrennen werden, was die Aufweichung des Euro und der Stabilitätskriterien betrifft. Besten Dank. Vielen Dank, Alexander Radwan.